Wir begrüßen Herrn Beising, Geschäftsführer der EVT iVision, hier auf dem Stand der Quality Engineering. Schönen guten Tag, Herr Beising. Grüß Gott. Herr Beising, what is the next big thing in der Bildverarbeitung? Also das nächste große Teil wird auf jeden Fall sein, die Anwendungsentwicklung zu vereinfachen und hier massiv die Algorithmen so zu trimmen, dass es für den Endanwender einfach wird. Hier sehen wir Deep Learning als einen der Key-Faktoren, um es in allen Bereichen, also von 2D bis hin zu 3D, einfach zu machen, Lösungen zu realisieren. Sprich eben nicht komplexe Teile schwerwiegend durch verschiedene Merkmale einzulernen, sondern einfach die komplexen Teile den Kunden zu zeigen, dem Software zu zeigen und zu sagen, das ist es, und die Software lernt es und sagt dann gut oder schlecht. Nicht mehr das langwierige Time to Market im Endeffekt, das, was der Anwender heute so braucht. Das war ja jetzt rein auf die Software bezogen, ja. Habe ich Sie da richtig verstanden? Also, klar, unsere Firma ist ja Software-lastig. Ansonsten sieht man ja schon, habe 3D-Thermografie, multispektral, insbesondere die ganz neuen Kameras, die es eben ermöglichen, auch solche Daten in den Hauptspeicher zu kriegen. Nicht nur eben das Graubild, sondern 3D-Thermografie. Wiederhole ich gerne, oder auch ganz neue Terahertz-Kameras, die einfach Möglichkeiten geben, in das Bauteil reinzusehen, um weitere Auswertungen zu machen, die man vorher gar nicht machen konnte. Das ist so die Abrundung und natürlich Standardisierung in der Hardware. Das heißt, wie verbinde ich denn, das hat ja schon angefangen mit Gigi, jetzt mit USB 3, QuarkXPress. Ich habe einen einheitlichen Standard, ich habe den Kunden die Möglichkeit gegeben, ich kaufe mir irgendeine Kamera, schließe an den Rechner an und dann natürlich eben, das was ich meinte, möglichst schnell eine Lösung zu generieren. Und das heißt eben nicht ewig lang irgendwelche Einzelmerkmale zu trainieren, sondern die Merkmale rausarbeiten, im Deep Learning Netzwerk geben und dann ein Gut-Schlecht-Signal zu generieren. Das ist im Endeffekt die Entwicklung, wo wir jetzt gerade hingehen. Auch in Verbindung mit Robot Vision, also das Bin-Picking, was man ja gerne hat, also Griff in die Kiste auf Neudeutsch, ist man ja schon seit Ewigkeiten dran. Aber genau auch dort war es immer die Frage, wie erkenne ich denn eine Freiformfläche? Wie kann ich das Teil packen? Habe ich im neuronales Netz, das ich trainiert habe, muss ich ihm nicht mehr die Freiformfläche zeigen, sondern ich zeige ihm das ein paar Mal, es erkennt es und sagt, ja, das Teil kenne ich. Das kann der Roboter greifen, dort ist der Greifpunkt, das sind die Positionen, um die abzugreifen. Von daher, das ist so der Mainstream der Entwicklung und da sind wir auch unsere Entwicklung jetzt bestätigt. Um es abzurunden vielleicht, neuronale Netze, Klarschrift lesen, ein Thema, das gibt es seit Ewigkeiten, wird immer interessanter, unter anderem auch also industriell, natürlich überall in der Logistik. Aber immer mehr, man hört es ja von der Bundesregierung, sie möchten Number Plate Reading, Kennzeichenlesung machen. Es ist ein sehr anspruchsvoller Bereich und auch dort gerade bringt Deep Learning den entscheidenden Fortschritt. Man muss nicht einzelne Kennzeichen lernen, sondern man gibt dem System einmal trainierte Zeichen und es kann dann frei erkennen, okay, das ist jetzt ein belgisches Kennzeichen, das ist ein deutsches und gibt den String zurück und man hat es realisiert. Deutlich einfacher und schneller als mit den ersten Systemen, die so am Markt verfügbar waren. Natürlich auch getrieben durch die rasante Entwicklung der Prozessortechnik. Muss man nicht nur Intel, sondern AMD auch danken. Wir haben heute Rechenleistungen, die wir vor kurzem nur träumen konnten, die eben es auch ermöglichen, Deep Learning Netzwerke in ihrer vollen Funktionalität auszunutzen, um denn solche Lösungen zu realisieren. Wagen Sie doch noch einen Blick in die Zukunft. Wo geht die Entwicklung hin? Smart Cameras oder Embedded Plattformen? Das ist ein wirklich interessanter Bereich. Also es gibt einen großen Mainstream, der sucht eigentlich Smart Cameras. Wir unterstützen ja recht viele mit unserer Software, stellen aber fest, dass die Entwicklung der Smart Cameras irgendwie ins Stocken geraten ist. Aber auch gerade aus dem Grund, weil die Embedded Systeme stark aufgeholt haben. Natürlich in vielen Fällen will der Anwender, der eine Smartkamera hat, einen Monitor anschließen und dann braucht man natürlich irgendeine Einheit. Die wenigsten Smartkameras haben eine Einheit, um einen Monitor anzuschließen. Wenn man kleine Embedded-Check hat, eine große Embedded-Plattform nimmt, hat man immer einen Monitoranschluss und dort kann man natürlich eine Gigi- oder USB-3-Kamera anschließen
Und von daher verschiebt sich gerade wieder das Smart-Kamera-Segment Richtung Embedded, weil eben die kleine Checkkartenkamera geht in den Monitor rein, ins Display, und dann kann man jede Kamera anschließen. Es bleibt natürlich im Vision-Sensor-Bereich, den man ja ganz gern auch Richtung Smart-Kamera schiebt, bleibt die Smart-Kamera übrig. Dort sieht man, läuft es relativ breit. Wo man früher vielleicht einen einfachen Rechner genommen hat, erreicht die Rechenleistung von der Smart-Kamera mit wenig Software, Vision-Sensor, dazu aus, um recht einfach Lösungen zu machen. Also die sensortechnischen Lösungen, sprich einfaches Matchen, einfache Farbkontrolle, leichte Messungen, kann man dann im Sensorbereich Smart-Kamera, wenn man so sehen möchte, platzieren. Wobei in dem Moment, wo es eben komplexer wird, wo der Anwender sagt, ich brauche auf jeden Fall einen Monitor, weil mein Anwender soll sehen, warum das Schlechtsignal rauskommt, dann geht es Richtung Embedded-Plattform, meistens Richtung ARM im Moment. Wobei man sieht jetzt auch gerade wieder, es bewegt sich etwas Richtung x86-Plattform. Gerade die neuen Platinen, unter anderem die NUC-Plattform, die von Intel kam, ermöglichen natürlich auch diese leicht zu integrieren und damit für solche einfachen Anwendungen massiv Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, was dem Anwender fast jede Möglichkeit zur Verfügung ermöglicht. Also wir nehmen heute zum Beispiel die leistungsfähigen ARM-Plattformen auch für 3D, wo man früher gesagt hätte, da braucht man, sagen wir, den High-End-PC, wo man sagt, es reicht ein Middle-End-ARM-Plattform, was auch immer damit, ne? Also ein 8-Kern-ARM ist ja auch keine leistungsschwache Plattform, sondern es ist eine massive Rechenleistung, die einfach da ist, günstig, klein, kompakt da ist, um auch 3D zu realisieren. Herr Beising, schönen Dank für diese Einschätzung, für diese Informationen, und wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch und wünschen viel Erfolg hier auf der Messe. Vielen Dank.